Zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor ist der 17. Juni heute noch bis 23 Uhr wegen einer Demo gesperrt. 15.000 Menschen sind laut Veranstalter der exiliranischen Gesellschaft gekommen. Die Proteste richten sich gegen die Todesstrafe, die der Iran laut Amnesty International allein im letzten Jahr 250 Mal vollstrecken ließ. Die Menschenrechte zählen dort oft nicht. Zudem droht 80 Millionen Iranern ein Krieg, auch weil die dortigen Mullahs im internationalen Atomstreit nicht nachgeben wollen. Warum aber, fragen wir unseren Reporter vor Ort, findet die Demo eigentlich in Berlin statt, Tobias? Ja, es ist eben so, dass die Menschen ja im Iran nicht frei demonstrieren können. Viele denken sogar, dass sie im Iran nicht frei leben können. Deswegen sind so viele nach Berlin gekommen. Die Busse stehen hier zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor. Und es sind in Berlin aber auch schon 10.000 Iraner hier. So groß ist nämlich die Community an Exil-Iranern, die hier lebt. Und zwei von diesen Menschen, die aus dem Iran ursprünglich kommen oder die Wurzeln dort haben, sind jetzt bei mir. Frau Niktalian, Sie sind mit 20 Jahren aus dem Iran geflohen, wohnen heute in Berlin. Was macht Ihnen in Ihrer alten Heimat heute besonders Sorge? Die Menschenrechtslage. Das macht mir sehr große Sorge. Und dass die Menschen wirklich sehr, sehr schwer haben zu leben. Also eigene Unterhalt also zu besorgen und für Familie zu besorgen, zum Beispiel die Väter. Oder wir hören immer die ganze Zeit auch von den schwierigen Situationen, wirtschaftlichen Situationen im Iran. Herr Mahoucian, Sie sind in Deutschland geboren, Sie sind 22 Jahre alt. Trotzdem macht auch Ihnen das Schicksal des Iran Sorge. Warum, wenn Sie doch eigentlich von hier sind? Ich habe seit meiner Kindheit schon aufgrund der politischen Aktivitäten meiner Eltern, weil die ja politische Flüchtlinge waren, das so miterlebt, dass ich das eigentlich auch dazu, dass das dazu gehört, dass man sich für Menschenrechte einsetzt und für die Heimat. Und das habe ich dann auch so mit mir mitgetragen. Irgendwann so im Alter von 12, 13 Jahren habe ich mir dann selber die Frage gestellt, willst du politisch aktiv sein für deine Heimat, für die Heimat deiner Eltern? Und da war es einfach so ein Gewissensding zu sagen, das ist ein Muss. Die Demonstranten hier haben heute auch wirklich politische Rückendeckung bekommen. Ganz prominente Unterstützung von Robert Kennedy, der Neffe von John F. Kennedy, dem US-Präsidenten. Und ihn habe ich kurz vor seiner Rede gefragt, warum er das iranische Volk unterstützt. Ich unterstütze die Menschenrechte. Mein Onkel, Präsident Kennedy, ist nach Berlin gekommen vor einer Generation und sagte, weil er wusste, dass Menschenrechte nicht nur eine Domäne der Vereinigten Staaten sind. Sie haben so etwas wie einen universellen Wert. Und darum müssen wir das iranische Volk unterstützen. So wie wir eben auch die Berliner unterstützt haben in den Stunden, die entscheidend waren für die Freiheit. Jetzt müssen wir dasselbe tun, denn das sind die entscheidenden Stunden der Freiheit für die Iraner. Und das ist natürlich Patrick Kennedy, da habe ich mich eben versprochen. Die Großkundgebung hier, die geht jetzt in Kürze zu Ende. Dann werden die Demonstranten sich noch in Bewegung setzen Richtung Kanzleramt und dort dann von der deutschen Regierung fordern, in Zukunft härter gegen den Iran vorzugehen. Danke an Tobias Schmutzler von der Demo zur Durchsetzung der Menschenrechte im Iran.